Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der dritten Staffel. Jo, im letzten Part haben wir den Gärtner hier begrüßt. Genau, Anna hatte ja den Gärtner bestellt, der hat sich um unseren Garten gekümmert, nachdem Pollux die ganze Nacht noch im Garten zugebracht hatte, um sich eben hier um die schlecht gelaunten Bäumchen und Co. zu kümmern. Wir haben unsere Sims, bis auf Samira, glaube ich, auch wieder herbstlich eingekleidet, weil wir haben ja mittlerweile Herbst. Ja, wie gesagt, der Gärtner kam, war auch recht fleißig, so wie ich das gesehen habe, außer dass er hier die Pflanzen gegossen hat, trotz Sprinkler. Also das müssen wir weiter im Auge behalten, ob er das generell macht, weil dann sollten wir eben den Sprinkler entfernen. Unsere Anna malt ein Bild von den Aquariumsfischen. Gerd ist dabei, mal wieder sich ein bisschen musikalisch zu betätigen, weil er irgendwie gerade wieder den Wunsch danach hat, hier maximale Begeisterung nochmal für Musik und Tanz zu bekommen. Da war er ja schon mal dabei. Jetzt will er wieder ein Auto kaufen. Und ja, Pollux wollte ich ja in die Bastel- und Wissenschaftsecke bringen. Ja, und eigentlich muss er gleich arbeiten gehen, ne? Wann war das? Um 15 Uhr. Du hast ja nicht mehr lange hin. Ja. Ich würde sagen, wir drücken Play und gucken mal. Ach, du möchtest Trinkgeld geben? Das geht gerade nicht. Ach so. Ja Gott, ich kann ihm nichts geben, weil da ist ein Gerät im Weg. Ja, so ein Schlagzeug nennt man das, weißt du? Ich bin irritiert, weil jetzt keine Anzeige kommt. Doch, gucke mal da. Genau, dann geh du jetzt mal auf Arbeit. Hätte sich eh nicht mehr gelohnt. Und Alex muss, glaube ich, auch arbeiten. Da war doch auch was, oder? Ja, genau. Er geht auch schon los. Was wolltest du machen? Dir was zu essen nehmen? Nee, brauchst du nicht. Du gehst bitte auch schön arbeiten. Bei ihm habe ich momentan nur Techtelmechtel mit 20 offen. Insider-Witze will er erzählen mit Gerd anfreunden, das ist ein anderer. Unterhalten, unbekannte Sims treffen. Hä? Und jetzt kaputt. Oh, Samira. Die Klasse hat heute einen Ersatzlehrer und dieser lässt Samira entscheiden, was am Nachmittag gespielt werden soll. Brennball oder Völkerball. Wofür soll sich Samira entscheiden? Wir sind mal für Völkerball. Keine Ahnung warum. Völkerball, das Spiel der Champions. In Wirklichkeit erweist es sich jedoch eher als Spiel der Tyrannen, dachte ich mir doch. Denn alle starken Schüler bilden eine Mannschaft und schlagen fast eine Stunde lang mit den Bällen auf die gegnerische Mannschaft ein. Samira wird mit einem Ball schwer am Arm verletzt und ihre Familie muss einige kleinere Krankenhausrechnungen begleichen. Na, also da würde ich mich aber bei dem Direktor der Privatschule mal gründlich beschweren, was denn da los ist, dass sowas in dieser Schule vorkommt. Direkt wieder abmelden am besten. Was willst du denn hier? Unterhalten? Okay. Okay, ja gut, das können wir mal als zweites mal anklicken. Okay. Gut, also ehrlich, da wird Samira verdroschen. Warum? Ah, du solltest mal ans Telefon gehen. Okay, dann geh ans Telefon. Vielleicht ist es das Krankenhaus und sagt, hier, Samira, in der Schule vom Völkerball getroffen und Arm gebrochen und Prellungen und was weiß ich nicht noch. Ja. Okay, gut. Warte. Nee, du musst auch kein Trinkgeld geben, zumal du da auch nicht hinkommst. Du bist am Malen, ja, wie viel ist denn das noch? Oh ja, viel wäre es nicht mehr, ne? Aber mach jetzt mal eine Malpause. Du gehst jetzt mal was essen. Gute Idee. Du kannst dir mal Reste nehmen hier. Komm, nimm dir was. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier mit der Geschichte, die ich ja eigentlich auch mal im Kopf hatte und so, weiter vorwärts kommen. Ne? Ja, oh, du bist fertig. Denkst du, ne? Da ist aber was kaputt. Ich würde sagen, Gerd, komm mal her. Wir brauchen mal tatkräftige Hilfe. Was ist denn das? Servierschüssel, Schüssel. Nimm dir eine Schüssel. Du kommst bitte mal reparieren. Das geht so nicht. Das können wir so nicht lassen. Die Frau hat hier extra geputzt. Ja, aber so geht's nicht. Jetzt hast du von niemandem Trinkgeld gekriegt, weil das Ding hier im Weg ist. Tja, so ein Pech auch. Das ist aber echt doof, wenn ihr spielt, ne? Naja, egal.
Dann ist das halt nun mal so. So, wo ist Samira? Samira, wo bist du? Ah, okay. Oh ja, die ist auch ganz schön erledigt, die kleine Maus. Sauberkeit, sie hat's echt mit der Sauberkeit. Ich Oh, weiß auch nicht, nein, okay. den Bogen Bring ab. du erstmal deine Hausaufgaben nach oben. Nee, 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 nee. Da. Nee, 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 bitte aufräumen. Dack, dack, kannst du nachher zu deiner Tochter sagen. Du könntest auch mal ein bisschen mit Lena telefonieren. Da. Und mal fragen, wie es ihr so geht. Gut, so, du bist hier, genau, richtig? Wo bin ich? Da, bitte einmal benutzen und duschen. Nicht an den PC gehen, das kannst du gerne später machen. Wenn das die Mama erlaubt, okay? Dann darfst du hinterher vielleicht auch ein Spiel spielen. Am besten in deinem Alter Sims 3. Jetzt nicht, meine Süße. Komm, sei lieb. Okay, Ja, ich wollte ja mit Lena telefonieren, genau. Weil Anna wünscht sich ja auch Freundin der Freundin zu werden. Also, ne? Best Friend mit ihrer Tochter, ihrer Freundin. So. Habe ich das jetzt irgendwie gescheit ausgegeben? Keine Ahnung. Ja, wir wissen, was gemeint ist, ne? So, geputzt ist es ja. Du musst aber mal hier aufwischen, bitte. Sei so lieb. Und dann darfst du dir auch was zum Essen gönnen. Und irgendwie ist hier nichts zum Essen da. Also irgendwie. Nun gut. Nehmen wir mal die Reste da. Mama ist am Telefonieren. So ist brav. Kind ist auch am Tun. Ja, gut. Und Bowling spielen wolltest du dann auch noch. Ja, was erzählst du denn? Ach, wieder vom Tennis. Ach, apropos, wo ich das gerade sehe. Tennis, Skifahren und die ganzen Sprechblasen über den Kopf. Ich wollte mich doch mal ganz herzlich bei euch bedanken, die ihr letztens meiner Aufforderung gefolgt seid, bei dem Date mit Pollux und Jennifer. Und diese Story, die beiden da so hatten, dazu meine Geschichte euch überlegt habt. Das fand ich so genial und so lustig. Also es war echt köstlich. Finde ich super, dass ihr bei sowas mitmacht. Und auch wirklich geniale Ideen dann auch noch habt. Also es ist einfach war echt schön. War wirklich schön. Hat mich sehr gefreut. So, du hast irgendwie immer noch Hunger. Ich weiß ja nicht. Bist du nicht satt zu kriegen? Dann nimm dir halt noch eine Schüssel. Dein Mann freut sich, wenn du dich zu ihm setzt. Ja, und wir gucken mal, was Samira macht. Du spielst? Ja, genau. Erstmal ein bisschen zocken, damit die Laune besser wird. Ja, wer kennt sie nicht, ne? Unsere Sims 3. Ja. Hey, ich habe gerade in mein Adressbuch geschaut. Was? Wer bist du? Dich kenne ich. Alice, genau. Von wem war es denn nochmal? Idee nochmal anzurufen. Wir haben und länger nichts mehr voneinander gehört. Wollte mich nur mal melden. Ich habe noch ein paar Anrufe zu erledigen, aber vielleicht können wir später shoppen. Aber es steht wieder kein Absender dabei. Wie heißt du nochmal? Alice Werner. Ach, ist das jetzt von ihm eine Bekannte oder von Anna? War mal hier. Beziehungen. Wir kennen halt definitiv zu viele Leute, das muss man mal so sagen. Und, nee, also da gehört sie nicht hin, würde ich sagen. Ah, hier, Alice Werner. Tatsache, mit der waren wir mal irgendwie befreundet. Das ist auch ein Teenie, ne? Also insofern, ja, die ist nicht mitgealtert. Ja, weiß nicht, ob wir uns noch mal treffen. Vielleicht mit Samira dann. Ne? So, ihr zwei sitzt da und unterhaltet euch. Ja, über was redet ihr? Über Freunde. Ja, wir haben mindestens 10 Freunde, ne? Also wir sind nicht beliebt. Ja. Wie so ein kleiner Vogelschwarm. Ja, ach schön. Ja, ihr müsst euch langsam Gedanken machen, ne? Was mit eurer Tochter sein soll, was aus der werden soll und so weiter und so fort. Wollte mal gucken, wie weit du jetzt mit Lena befreundet bist. Ah ja, doch.
Was ist das? Was? Ach nee, der Wunsch wurde schon erfüllt. Guck. Ha, sie will rumschwingen. Sehr gut. Fein. Eine Skulptur willst du wieder kaufen. Einen Roman verkaufen. Könnte man mal wieder in Angriff nehmen, ja. Was hast du hier? Maximale Begeisterung für Kunst und Handarbeit. Okay. So, ich würde sagen, du hast genug gegessen, Madame. Wie sieht es bei dir aus? Eigentlich auch genügend. Ihr futtert immer so viel, Leute. So, du könntest mal, was willst du machen? Tanzwettbewerb gewinnen. Was haben wir denn? 18 Uhr. 18 Uhr am Abend. Ja, warum nicht, ne? Man könnte doch mal. Man könnte doch mal. Ja, warum nicht? Coole Sache das. Ja, doch. Ich hab da so eine Idee. Du räumst mal bitte, nee, du nicht. Du gehst hier, genau. Du gehst auf Toilette und duschen. Das ist eine gute Idee. Geh doch gerade mal hier benutzen und duschen. So. Dein Mann räumt auf und dann. Ihr habt ja kein Auto, ne? Ihr müsst ein Taxi rufen. Okay. Gut. Du rufst dann mal ein Taxi. Anrufen, Taxi. Lalala. Samira hat bereits in 2 Tagen Geburtstag. Jo. Boah, wie die Zeit vergeht, ne? Ah. Jo. Da es derzeit sehr gut in die Laufbahn bestellt ist, große Sorgen machen muss man. Jo, passt schon. Gott, Samira, du wirst älter. So, mitgehen sollen Anna und Samira. So. Die 2 kommen mit. So, du hörst mal auf. Und gehst dir bitte noch schnell Outfit zusammenstellen. Was war das da unten eben? Hast du schon wieder irgendwas gesehen? Nee. Alles gut. Aber dir wollte ich. Ach so, du hast ja eigentlich schon was für den Herbst an. Stimmt. Gut, was haben wir dir denn sonst noch gekauft? Wir hatten dir so viel Zeug gekauft. Und dann hast du quasi nichts davon getragen, ne? Okay, was haben wir da? Eine Hose und ein T-Shirt. Ja, komm, das kannst du auch noch mal anziehen. So, ziehst du das an. Weil ich glaube, in den anderen Sachen ist sie jetzt schon eine Weile unterwegs. Ziehen wir mal das an. Okay, kannst du noch mal Fische beobachten? Nein, nee, nee. Hobbys. Das müsste das hier sein. Genau. Nee. Du kannst du direkt runtergehen. Hier. Ab. Genau. Zum Gemeinschaftsgrundstück. Zum Gemeinschaftsgrundstück. Und auch zum Gemeinschaftsgrundstück. Gut. Wir gehen. Halt. Stopp. Wer war das da? Mario Roder. Okay. Ja, jetzt wird's dunkel. Es macht nichts. Los, marsch, marsch. Alle da rein. Wir machen einen kleinen Ausflug. Der gute Mann hat mich mal auf die Idee gebracht, dass man ja auch mal wohin fahren könnte, ne? So, bevor unsere kleine Maus groß wird. Ja, ja, ist gut. ich muss die Zeit ein bisschen im Auge behalten, aber ja, das sollte schon klappen. Also ein paar Sachen soll sie ja schon noch erleben, ne? Und man könnte ja auch überlegen, dass der Papa so musikbegeistert ist. Der Onkel Alex ist ja auch Musikbegeisterter. Anna war es auch irgendwo mal. Da hat sie halt jetzt durch Malerei und Schriftstellerei nicht mehr so viel Zeit für. Man könnte ja sagen, naja, was Anna so, ne? Sie als Übermutter, ja, wir sind was Besseres irgendwo auch ein bisschen, ne? Und wir wollen nur das Beste. Könnte man ja sagen, okay, eigentlich wäre es gar nicht schlecht, die Kleine vielleicht zum Ballett zu schicken. Ne, das machen wir jetzt mal. Wir haben jetzt quasi Probestunde Ballett für die Kleine gebucht. Und dann nutzen das die Eltern gerade mal auch für irgendwas Schönes, wie einen Tanzwettbewerb zu machen oder so. Wäre doch eigentlich eine ganz lustige Idee. Könnte ich mir richtig gut vorstellen. Zumal wir ja auch eine Ballettstange daheim haben. Es ist auch eine sportliche Betätigung. Fit und sportlich sind sie auch alle. Also insofern denke ich, das könnte ganz gut passen, so die Idee. Da hat mich Gerd gerade drauf gebracht. Ja, doch. Und Anna wäre da bestimmt ganz begeistert hinterher, ihre Tochter zu sowas zu ja, motivieren. Denke ich mir jetzt mal so.
Gut. Ach, ehrlich, das ist das Einzigste, was mir wirklich auf den Keks geht. Also der nächste, den ich mal irgendwann wieder für irgendeine Family, vielleicht für sie oder auch nicht, haben werde, ist bitte kein Kostümträger mehr. Es geht mir momentan so auf den Keks, dass Gerd dauernd mit seinem Kostüm hier rumrennt. Kannst du dich umziehen? Warte mal, es gab doch oben. Ansonsten packe ich dich kurz und ins die. Ah ja, gucke mal. Umziehen. Alltagsklamotte, bitte. Ja. Nachdem du gratuliert hast. Gut. Mach das mal. Und du, Papa, halt, nee, hier geblieben. Du kannst mal direkt ermutigen. Nettigkeit, Verspieltheit, Aktivität, ja. Über das Hobby Musik und Tanz, ja. Und lauter so Sachen kann man da mal machen. So, genau. Ein bisschen zur Aktivität. Was mache ich jetzt? Ist sie nicht sowieso schon aktiv genug? Doch, eigentlich schon. Um Gottes Willen. Ich müsste dich zur Nettigkeit ermutigen. Oh Gott, was mache ich denn? Ja gut, das ist typisch unsere Anna, die denkt da nur so an solche Sachen, ne? Wir können dich mal kitzeln und hallo, hallo, hallo. Und unterhalten, auch mal mit einem Insider-Witz und dann, ja. Moment. Gott, ist das. Was? Ach, er steht an diesem Synthesizer-Ding. Ich dachte schon, das war keine Geige, was ich eben gehört habe. Das sind komische Töne. Okay, alles klar. So, sie wollte noch irgendwen rumschwingen. Ei, dann schwing mal deine Tochter, komm. Dann erfülle ich hier halt noch ein paar Wünsche. Spielen. Schaukel sie mal kurz. Danach muss er aber tanzen gehen. Und du könntest ja schon mal, du wolltest bist ja hier, um einen Tanzwettbewerb zu machen. Du bestreitest den Tanzwettbewerb im Volkstanz. Ich glaube, da müsstest du gewinnen können. So. Habt ihr schon, Anna? Hallo? Schaukeln. Juhu, genau. Genug, bevor sie kübelt. Die kleine Maus. Okay, gut. Alles klar. So, dann könntest du mal. Nee, du gehst einfach zugucken. Du gehst mit deiner Tochter nach oben. Glaube ich, das ist besser. Ist hier schon an? Mal einschalten. Gehst mal hier einschalten. Und dann kannst du das betrachten. Und du kommst mal her und gehst dich aufwärmen. So. Und wir gucken mal da unten, wie das hier aussieht. Ich hoffe, Anna muss sich auch noch mitmachen. Ja, das wird schon. Naja. Macht euch bereit, der Wettbewerb fängt gleich an. Und da geht's los. Jawohl. Auf geht's. Los, tanzen. Aha. Haha, okay. Warte kurz. Du strampelst dich schön ab. Dann zeig mal, was macht deine Tochter in der Zeit? Strampelt die sich auch schon schön ab? Oh ja, da ist sie. Guck mal mit dem passenden Bild hinten dran. Oh, wie süß. Guck mal. Samiras erstes Ballett. Erste Ballettübung. Guck mal, das Kostümchen, was er da anhat, das passt so gut dazu. Als hätten wir das nicht geahnt, ne? Mama, guck mal. Schön, ich find's toll. Oh, ja. Dahin und dorthin. Yeah! Und Gerd hat gewonnen. 500 Simoleons. Yippidipidu. Oh, wie süß. Das ist geil. Es ist so schön, Leute. Es funktioniert mal wieder alles. Und was macht er jetzt? Jetzt legt er auch noch auf. Ja, lassen wir ihn einfach mal machen. Was macht denn Anna? Anna, wo bist du? Was tust du? Die tanzt ja auch Volkstanz, anstatt ihrer Tochter zuzugucken. Mann, 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 Mann. Das ist gut. Aber okay, warum nicht?
Ja, prima, ey. Du kannst ja auch einen Tanzwettbewerb machen. Du kannst ja mal einen in Hula machen. Wie wär's denn damit? Ja? Und du hörst mal auf und gehst mal zu deiner Tochter und guckst mal, was die hier macht. Kannst du da beobachten? Warte mal. Moment, das will ich jetzt gucken. Normal kann man das doch herbeirufen, umarmen, küssen, reden, spielen, ermutigen, fragen, fragen zu, zusammentanzen, Geschenk geben, Foto von ihr machen, Piraten, die begrüßen, spielen, gestikulieren. Nee, okay, dann geh einfach mal hier hin. Nee, du machst jetzt da kein Klavierdings. Ich möchte, dass du dir anguckst, was deine Tochter hier zustande bringt. Hm? Ja, schön. Ah, kann man jetzt nicht gucken? So, zeig nochmal. Unterhalten, umarmen, küssen, reden, spielen. Oder wartet mal, manchmal muss man auch. Nee, auf das Ding kann ich. Ja, komm, du kannst mitmachen. Das ist eine gute Idee. Mach mit, unterstütze sie, indem du mitmachst. Komm, wir machen das zusammen, Kind. Also, wenn schon, denn schon, ne? Dann als Familie. Lass es uns zusammentun. Ja, die Kleine tanzt vor, der Papa tanzt hinterher. So, einmal da mit dem Füßchen hin und den Kopf so. Und die Arme schön ausstrecken. Ja, na, da musst du noch ein bisschen üben. Du musst die Arme gerade machen. Guck ganz groß. Und ja, Bogen. Und nach unten und von oben. Und ach ja, genau. Und das, ach ehrlich, Kinders, ist das gut, oder was? Ich find's genial. So, wie sieht's denn mit Anna aus? Hat die schon ihren Tanzwettbewerb? Oder ist sie noch dabei? Wartet sie noch? Ja, sie wartet noch. Okay. Ja, du musst auch wieder hier DJ machen wahrscheinlich. Jetzt will keiner mehr den DJ machen. Wen haben wir denn da? Uta Baum. Ella Davis. Tja, wir haben keinen DJ mehr. das ist natürlich ungünstig. Weil der Papa jetzt oben am Tanzen ist, ist hier keiner, der Musik macht. sehr seltsam. Das hatte ich auch noch nicht. Okay, dann lassen wir das. Kann man ihm nicht sagen, mach mal Musik, komm. Ja, und jetzt. Jetzt müsste es wieder gehen, oder? Nee, nee. Geh mal hier hin. Oh nee! Warum? Es ist so kompliziert. Gut, dann unterhalte dich mit der Dame über, Musik und Tanz, sag ihr, du hast eine kleine Tochter, die da oben gerade wie verrückt am Machen ist. Apropos kleine Tochter und wie verrückt, die ist tot. Oh weia, die ist tot. Ach, Herr Jemine, ja. Ich würde sagen, wir sagen mal, Papa, ich bin kaputt, ich möchte nach Hause. Können wir heimgehen? Können wir heimgehen? Fährst du mich nach Hause? Ich kann nicht mehr, ich fall gleich um. Papa? Ja, komm. Deine Tochter möchte etwas von dir. Wir können das mal. Ja, ne? Und dann gehen wir und rufen Taxi. Ach Gott, die Arme. So, und ich muss mal gucken. Ach Gott, meine Zeit ist wahrscheinlich auch schon tausendmal um. Juhu. Gut. Ja, ich weiß. Moment, kannst du dich... Warte kurz, ich habe eine Idee, was ich mit dir kurz machen könnte. Ich weiß nicht, ob das geht. Kannst du? Ja, komm, dann leg dich da ein bisschen hin. Bis das Taxi kommt, geht das bestimmt. Endlich gibt's mal Möbel, wo das auch machbar ist. Ja. Du möchtest, ja, Samira einen Witz erzählen, ja? Das war eine gute Idee. Ja, ihr plaudert jetzt einfach mal, ne? So, wir müssen nach Hause. Gott, die arme kleine Maus. So, ich mache jetzt aber hier erstmal den Break, bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen hier in dem Tanz- und Musikstudio oder umgekehrt. Und ja, mal gucken, was die nächste Folge so bringt. Also, bis dahin, macht es gut, tschüss!